Hallo, willkommen zu einem neuen Filmvideo und einem neuen Taste-Test zu Eiscreme. Ups, Eiscreme. Veganes Eis natürlich. Und ich dachte, ich opfere mich mal. Einer muss es ja tun, ne? Der euch die ganzen Sachen mal testet, wie die denn schmecken, ob sie gut sind. Also bleibt dran für den Taste-Test. Eine Sache ist ein bisschen fake, weil das habe ich schon probiert. Okay, das Pancakes. Die spielen gerade. Die schützen Pancakes spielen. Oh mein Gott, wie süß. Jedenfalls, das ist ein bisschen fake, weil das habe ich schon probiert. Da ist schon die Hälfte weg. Aber ich habe es noch nicht in einem Video gezeigt. Deswegen dachte ich mir, kommst du einfach dazu? Weil die anderen Sachen habe ich mir gerade gekauft. Alles bei Kaufland übrigens, falls euch interessiert. Das gibt es auch bei Kaufland. Hatte ich aber bei Aldi gekauft. Da war das im Angebot. Das war aber nur für kurze Zeit. Ich glaube, dauerhaft ist es eher bei Kaufland oder Edeka zu finden. Genau, oder größeren Rewe wahrscheinlich auch. Genau. Ich fange jetzt auch erstmal damit an, weil ich das schon kenne. So, das ist von Alpro. Die haben jetzt endlich Eis rausgebracht. Ich meine nur drei Sorten. Zumindest habe ich bisher nur drei Sorten entdeckt. Das war einmal Schokolade, Brownie oder sowas. Einmal Vanille, pur. Nur Vanille war das. Und dann das Almond Salted Caramel. Und das hat mich halt am meisten interessiert, was anders ist als die anderen, sage ich mal. Die anderen Sorten kennt man ja eher schon. Das ist auf Basis von, Moment, Mandel, also pflanzliches Eis mit Mandelkaramell und mit gesalzener Karamellsoße. Genau. Und die Basis ist, meine ich, was war das? Kokos, genau. Es sind Mandeln zwar, aber da ist viel Kokosnuss drin. Also Fette wie Raps, Shea und Kokosnuss. Es sieht sehr gut aus. Es riecht, wenn man es aufmacht, schon richtig nach Karamell. So richtig dieses süße Karamell. Und genau, also es ist eher so ein cremiges, milchiges Eis sozusagen mit so Karamell-Swirls und dann solchen gerösteten Karamellstücken. Auch, nee, nicht Karamell, Mandelstücken. Genau. Probier nochmal, ich habe schon ein bisschen vergessen, wie es schmeckt. Aber das Interessante, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass sie, und ich weiß nicht, wie sie es machen, diese Karamellsoße ist tatsächlich eine Soße. Wie schaffen die das, dass die flüssig ist? Die ist flüssig, obwohl man die, ich habe die gerade aus dem Gefrierschrank geholt, die ist flüssig. Die ist richtig soft, also überhaupt nicht so fest oder so Toffee-like, sondern sie ist flüssig. Es ist die beste Zeit, wo die gerade so spielen. Sorry für die Hintergrundgeräusche, aber die leben halt auch hier, ne? Okay, let's go, probieren. Genau, jetzt weiß ich wieder, was war. Ich finde das Eis an sich, also da, wo kein Karamell ist und keine Stücke von den Mandeln, das finde ich ein bisschen nah, so. Das ist mal so ein bisschen lame irgendwie, ein bisschen langweilig auch. Also es ist langweilig und hat wenig Geschmack. Es ist nicht zu süß, was man erwartet bei Karamell. Es ist hier nicht zu süß. Aber da, wenn man die Soße erwischt, die ist gut. Die ist richtig schön karamellig, süß-salzig. Das ist ja Salted Caramel, ist wirklich so süß-salzig. Ich liebe diese Kombination, wie ihr wisst. Und sie ist halt flüssig. Ich finde es so lecker, dass die das geschafft haben, dass es flüssig ist. Das mag ich halt besonders gern. Genau, aber ich mag das Eis an sich nicht so sehr. Es ist nicht, hat mich nicht so sehr gecatcht. Ich finde, das könnte noch besser sein. Es ist ein bisschen langweiliger. Also es braucht schon diese Stücke. Und ich finde, es ist ziemlich wenig von dem Karamell drin und wenig Mandelstücke. Es könnte noch kommen, also noch viel mehr drin sein, so wie es zum Beispiel Ben & Jerry's schafft. Die hauen da ja richtig viel Zeug immer rein. Das finde ich besser. Genau, ansonsten ist es okay. Ich würde sagen, von, keine Ahnung, von 5 Punkten würde ich mit 3 sagen. Es ist okay, es ist gut. Könnte besser sein, aber genau. Die Preise weiß ich jetzt allerdings nicht mehr, aber ich denke, alles variiert von 2,99 zu diese Bottiche hier. Ich meine 6,99, 5,99 war das hier, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Darauf war ich sowas von gespannt. Ich habe das neulich, ich meine, bei Instagram entdeckt. Ich meine, es hat sogar jemand von euch mir mal geschickt in der Nachricht. Bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, das war aber so. Und zwar ist es von Lucellas Ice Cream. Pistazie, Schokostücke. Unerwartet großartig. Wollen wir erstmal sehen. Und das Interessante ist, also diese Marke ist nicht völlig vegan. Also nicht alle Sorten sind vegan. Da müsst ihr aufpassen und gucken. Diese ist es allerdings. Steht auch hinten drauf, vegan. Aber ihr könnt nochmal die Zutaten natürlich überprüfen. Und da ist kein nichts drin, nichts Tierisches. Das ist auf Basis von Haferdrink. Aber auch Kokosmilch ist auch drin und dann natürlich Schokostücke und Pistazien. Und mein Lieblingseis ist tatsächlich Pistazieneis und ich habe das schon
Jahre. Jahre nicht mehr gegessen, meine ich. Und darauf bin ich jetzt so gespannt, das glaubt ihr nicht. Ich bin so, so, so gespannt, das endlich wieder zu essen. Okay, es ist sehr, sehr grün. Sehr pistazienmäßig, was Gutes. Moment, ich hole mal einen anderen Löffel. Ja, das ist schön grün. Es sieht gut aus. Und mit der Schoko? Okay, es ist ein bisschen... Ja, Konsistenz sehe ich auch schon wieder. Da ist nämlich, das ist gebunden mit Guarkernmehl und Johannesbrotkernmehl. Und ich finde, dass das das oft so ein bisschen schleimig macht. Und das, ich merke das auch jetzt schon. Ja, einfach so von der Konsistenz her ist nicht so geil. Aber mal sehen, wie der Geschmack ist. Also ja, die Konsistenz ist nicht so geil. Das schmeckt so wie, wenn man Eis selber, also versucht selbst zu machen. Und es ist nicht so gut gelungen. Es klingt jetzt sehr hart, also so ist es nicht. Es schmeckt an sich. Ich finde die Schokostücke genial. Die sind wie so, wenn man die Schokolade so schabt, kennt ihr das? Und dann so Wellen rauskommen, wenn es so ganz hauchdünn ist. So ist die Schokolade da drin und sehr viel verteilt, aber ganz klein. Das schmeckt mir voll, das, weil die zergeht dann so schön auf der Zunge, die Schokolade. Und die ist nicht zu große Stücke, aber schön gut verteilt. Man bekommt sehr viel Schokolade. Ich finde, es schmeckt null nach Pistazie. Das ist natürlich sehr schade, obwohl es ein Pistazieneis ist, ne? Und ich mag die Konsistenz halt nicht. Ansonsten ist es lecker an sich, das Eis, aber es hat nichts mit Pistazie für mich zu tun. Also ich schmecke da nichts raus. Okay, 7% sind drin. Es schmeckt sehr doch so Hafermäßig. Das ist schon eher, ups, das tropft. Es ist sehr heiß hier drin. 36 Grad und es wird noch heißer. Ja, hier steht, guck mal, das ist interessant, weil das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Hier steht, grüne Alternative zu einem herkömmlichen Stracciatella-Eis. So ist es, es schmeckt wie Stracciatella. Genau, es schmeckt wie Stracciatella und grün, ja, optisch nur, aber es schmeckt nicht nach Pistazie. Also ich weiß nicht, also ich würde sagen, ne, 2 Punkte. Also mir schmeckt das hier besser als das. Da ist das Eis besser gelungen an sich. Oh, ziemlich teuer, ne? 6,99 habe ich jetzt dafür bezahlt und so geil ist das nicht. Scheiße. Oh, Peachy Pie. Als nächstes machen wir mal das hier. Das ist ein Fruchteis. Ich meine, okay, vegan dann eher klar, ne? Die meisten, nicht immer, aber die meisten Fruchteis oder Sorbets sind ja vegan. Nicht immer Sorbets, muss man auch aufpassen, weil, oh, jetzt bin ich voll mit Katzenhaaren von Peaches. Weil viele sind mit Ei gebunden. Genau, meistens aber laktosefrei. Aber mit Ei gebunden eben, deswegen muss man da auch nochmal nachfragen, auch bei der Eisdiele. Nicht alle Sorbets sind immer gleich vegan, genau. Aber das hier ist, das kenne ich gar nicht, ich habe diese Marke gar nicht, noch nie gesehen. Die hatten 3 Sorten, sehr komische Sachen, die gehen wohl in Richtung, wir sind so gesund. Wir sind Smoothies, wir sind Müsli Bowls und wir sind so gesund und machen das als Eis. Genau, so kam mir das vor. Das hier ist wohl die Smoothie-Variante und zwar ist das Alive heißt die Marke. Strawberry, Apple, Banana und Aronia Sorbet Lollies sind das. Hier steht zwar suitable for vegetarians, aber ich habe hinten nachgeschaut, das ist halt, das ist vegan. Genau. Das sind jetzt einfach solche Eis am Stiel einfach. Sehr fruchtig anscheinend. Und ich meine, da war auch kein Zucker drin. Da ist kein Zucker drin. Also kein zusätzlich hinzugefügter Zucker. Oh, es riecht sehr fruchtig, Waldbeere-mäßig, riecht geil. Das ist diese Aronia, ne? Die riecht immer so toll nach so Waldbeere, so wie man sich das vorstellt. Ne? Sieht sehr gut aus, die Farbe spricht mich sehr an, oder? Sehr schön. Voll yummy, so. Das war nur 2,99, meine ich. Und da sind, wie viel drin? 4 Stück drin. Okay, probieren. Hm. Schmeckt schon, oh. Mm. Ich bin der Beißer. Mmh. Und das schmeckt sehr lecker. Total lecker. Mmh. Total fruchtig. Lecker, bananig. Kommt auch gut raus, die Banane. Das ist eine tolle Kombination außerdem. Erdbeer, Banane, Apfel und Aronia. Das ist eine tolle Mischung aus süß und dieses ganz saure. Genau. Also es ist nicht zu sauer, Waldbeermäßig so, ne? Und es ist nicht zu süß. Also es ist genau eine schöne Balance, aber man schmeckt jede Frucht raus. Das finde ich erstaunlich. Schmeckt sehr lecker. Und es ist nicht schleimig, so wie viele auch solche
ja, so Fruchteis leider schleimig sind. Ich glaube, es liegt dann an diesem Guacamole, gell? Weil das mit Johannesbrotkernmehl gebunden. Wahrscheinlich ist das nicht so schleimig wie das Guacamole, aber das ist jetzt nur so eine Vermutung, ich weiß nicht. Bei dem anderen Eis war ja beides drin. Das schmeckt sau gut. Sau erfrischend so. Nicht zu süß auch. Ist nicht zu süß, aber süß genug. Sehr lecker, sehr fruchtig. Also das kann ich echt empfehlen. Ich würde 5 geben sogar. Ich mag so milchiges Eis lieber als fruchtiges Eis. Ist natürlich Geschmackssache. Aber wer darauf steht, der sollte sich das mal anschauen. Schmeckt echt lecker. Vor allem, wer darauf achtet, nicht zu viel Zucker oder dass es nicht zu süß ist, ist das eine gute Alternative, würde ich sagen. Mein Freund liebt ja so Fruchteis. Wir sind ja eh sehr unterschiedlich. Wir sind Yin und Yang. Deswegen passen wir auch so gut zusammen. Next und das letzte sogar schon ist das hier. Das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt zu Kaufland gefahren bin. Ich wollte von dieser Marke, weil Soja heißen die. Das war auf Instagram mal wieder. Ihr kennt das, wenn ihr diese gesponserten Posts seht. Scheiße, haben die mich wieder gehabt, ne, damit. Da hatten die nämlich diese Eiscreme-Sandwiches. Und oh mein Gott, ich liebe Eiscreme-Sandwiches. Ich mag die gerne mit Cookies, okay, cool. Aber ich mag diese Originalen ganz gerne mit diesem Teig, also so, weiß nicht wie, diesen Teig einfach. Ich kann es nicht sagen, der ist so soft dann, wenn man drauf beißt. Kein Keks, ne, sondern so soft. Und so sah das aus, die Sandwiches, die haben. 2 verschiedene gibt es in einer Packung, ist das sogar. Es sind 2 verschiedene Sorten drin. Und die hatten das nicht. So Eiscreme-Waffeln waren immer meine liebsten, ja, wie sage ich, Eis in der Hand sozusagen, Variante. Also das bevorzuge ich am allermeisten noch vor so Magnum-Sachen und so weiter, mochte ich immer dieses in der Waffel am liebsten. Dieses, ne, Cornetto damals. Cornetto hat, glaube ich, auch eine vegane Version, habe ich aber nie gefunden. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Das ist, wie gesagt, dieses Valsoia. Das ist eine italienische Marke, meine ich. Italienisches Produkt steht hier auch drauf. Ist vegan natürlich, aus Soja. Hergestellt, genau, aus Sojabohnen. Was ist da noch zu sagen? Das ist halt wirklich so eine Alternative, würde ich sagen. Da ist alles halt drin, ne? Weizenmehl, Zucker und so weiter. Haselnüsse, Kakaopulver, also da hast du alles. Da sind Nüsse, Schokolade, es ist cremig, also so stelle ich mir das jetzt vor. Sieht die so aus wie auf dem Bild, ist immer die Frage. Nein, okay, jetzt schmilzt aber auch schon. Das muss man fairerweise sagen. Oh, total, schmilzt total. Ist alles klebt an der Verpackung. Oh no. Oh. Oh. Halleluja. Ist das cremig? Mmh. Okay, das schmeckt geil. Das schmeckt richtig so sahnig, extrem sahnig, sehr fluffig und cremig. Das ist wieder so ein Eis, wenn man nicht wüsste, dass es vegan ist, könnte man es gar nicht sagen. Mhm. So ein richtiges Sahne-Eis. Nicht zu süß, aber einfach super cremig. Die Haselnüsse sind krokant schon, sehr knusprig, schön geröstet. Die Schokolade ist halt eher so eine Fettglasur. Voll wie Sauerei-Zeug. Das liebe ich ja sowas. Ich wünschte allerdings, es wäre eine andere Sorte und nicht so milchig, sondern Haselnuss. Ich liebe ja auch Haselnusseis. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Okay, wir wollen noch wissen, wie die Waffel ist. Deswegen müsst ihr ein bisschen warten, bis ich jetzt da dran komme. Er schmeckt super lecker nach italienischem Eis, wie aus der italienischen Eisdiele, würde ich sagen. Sehr fluffig, cremig, also diese Art, wie das gemacht ist, das Eis. So schmeckt es tatsächlich. Okay, ich komme an die Waffel. So viel Eis jetzt vergessen. Mmh. Die ist super schön knusprig. Oh, das Schlimmste, das kennt ihr, dass wenn diese Eiswaffel schon so latschig ist, und die schon so mit sich so mitbiegt, gar nicht knusprig ist, das ist das Allerschlimmste. Das ist hier nicht der Fall, die ist super knusprig. Innen ist sie nochmal mit Schokolade. Genau, sehr lecker. Ich mochte damals immer, dass hier unten dann ganz viel Schokolade ist. Das war so der beste Part. Bekommt für mich doch 5. Also es ist 5. Auf jeden Fall, das würde ich mir auch nochmal holen, das ist super lecker. Genial. Genau, und die 2 letzten waren die besten. Genau. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich habe mich für euch geopfert, habe das Eis probiert. Jetzt wisst ihr, was ich am besten fand und was nicht so besonders. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Vielleicht gefällt euch was mir nicht so gut gefallen hat. Also probiert es auf jeden Fall mal aus.
Und schreibt mir sehr gerne, was euer liebstes veganes Eis ist, was ihr bisher probiert habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt darauf, welches es ist und ob ich es kenne und ob ich das vielleicht auch so sehe. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und folgt mir sehr gerne auch auf Instagram. Da heiße ich Funny Pilgrim. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.